Studio MDHR. So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier. Und zwar spielen wir einfach mal eine Runde Cuphead. Das ist das erste Mal, wo ich das Spiel jetzt hier spiele. Also, es ist ein ganz unvoreingenommener Ersteindruck. Und ja, wir wollen noch gar nicht mehr lange reden, sondern direkt ins Spiel starten. Ich mache einen neuen Spielstand. Don't deal with the devil. Das kann man so durchlesen. Okay, ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht lesen. Okay, gut, dass man das alles überspringen kann. Denn ich lese Englisch mit einem ziemlich deutschen Akzent. Und ich glaube nicht, dass Leute, die Englisch können, das auch hören wollen. Die würden dann wahrscheinlich sowieso skippen oder abschalten. Also, und es soll hier auch gar nicht um die Story gehen, die wahrscheinlich für so ein Genre typisch ziemlich bescheiden sein wird. Sondern es geht hier ums Spiel. So, dann fangen wir einfach mal an mit dem Tutorial. Der Ladebalken ist übrigens ziemlich cool. Okay. Duck, hold down to crouch. Okay. Ja, das... Das kriegen wir noch hin. Jump. Ist ja klar. Dash mit Y. Okay. Ah, verstehe. Das ist gut. Dann runter. Shot. Mit X. Okay. Das sieht ziemlich cool aus, wie wir hier schießen. Einfach mit unseren Händen. Lock RB. Was war RB? Ah, okay. So. Was ist denn Lock? Ach so. Ah, und dann können wir so zielen. Das geht ja nur, das geht aber nur drei Stufen an, oder? Ne, mehrere Stufen. Aber ich kann nicht ganz frei justieren. Ich muss schon so genau stehen. Was? Parry Slip. Press Jump while airborne to nullify or attack with pink objects. This also builds you Supermeter. Supermeter, ja? Okay. Ah, okay. Okay, das ist nice. Okay. Habe ich Erfolg bekommen. Okay. Revive your dead pal. Achso, das ist für Two-Player-Mode. Ah, verstehe. Ah ja, es gibt hier nämlich einen lokalen Koop, auch auf PC, wo man einfach mit zwei Controller, oder einer spielt auf Controller, einer spielt auf der Tastatur, kann man mit seinen Kollegen spielen. Das funktioniert leider nur offline, es gibt keinen Multiplayer-Modus. Aber es gibt Möglichkeiten, wie man das trotzdem mit anderen spielen kann. Aus dem Internet, zum Beispiel Nvidia Game Stream. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. B, X-Move. Okay. Oh ja. Das fühlt sich power. Das fühlt sich richtig stark an. Bam. Sieht aus wie Kamehameha. Coin, collect coins to purchase items from the shop. Okay, es gibt hier Shops, wahrscheinlich noch Upgrades. Und Exit. Der Ladebalken ist ziemlich cool. Wieder, wie alle allgemein hier so cool rumhüpfen. Also, falls es jemand noch nicht bemerkt hat, das Spiel ist eher im Stil von Cartoons aus den 70ern und 80ern. Okay. Ah, Exit. Entsprechend muss natürlich auch dieses Bildrauschen hier so sein. Das ist richtig coole Atmosphäre. Weil ich persönlich, gut, ich bin jetzt 17, das ist jetzt nicht meine Zeit. Aber ich habe trotzdem ein paar Cartoons gesehen und deswegen ein paar Anspielungen verstehe ich schon. Gut, da ist der Shop. Da ist ein böser Coin, Mann. Und Apfel. Boah, das ist eigentlich alles so cool hier. Da möchte man eigentlich alles entdecken. Das ist so cool, aber ich glaube, das ist das erste Level. One and Gun. One and Gun. Okay. Dann machen wir mal. One and Gun. Go. Oh, fuck. Ist der böse? Oh Gott. Kann ich auf ihn drauf springen? Fuck, okay. Wir müssen schießen. Da kommt er von oben. Oh nee, man kann nicht auf die drauf springen. Die machen Schaden. Das ist nicht Mario-Style hier. Kann ich... Hä? Was hat mich getroffen? Go. Aber das ist so cool. Ich habe seit langem nicht mehr so ein Spiel gespielt, ehrlich gesagt. Das
freut mich. Ich mag das Genre wirklich. Oh. Ah, der schießt solche Dinge. Okay. Der auch. Der schießt. Das brennt ja sogar. Nein, treff mich nicht. Ach komm, schon wieder einer. Huch, der kommt nicht runter. Nice. Da ist schon wieder so ein Pilz. Oh, ein blaues Ding. Hä? Fuck. Der kommt ja wieder zum Leben. Da muss man schnell sein. Oh Gott. Nein. Puh. Okay, das geht hier direkt schon am ersten Level ordentlich ab. Fuck. Da gibt's keine Minute, um sich auszuruhen. Keine Sekunde. Es geht hier direkt los. Krieg ich den irgendwie? Da kommt noch einer. Wieso kommen die denn so oft? Okay, anscheinend so nicht. Das habe ich irgendwie ein bisschen verkackt. Ja, einfach drüber springen. Dann rennt. Ne, der kommt ja wieder. Die Hintergründe und so, alle Objekte sind handgezeichnet worden. Und ja, wir spielen Tassenkopf mit einem Strohhalm oben dran. Wie man wahrscheinlich gut erkennen kann. Ich spiele mit einem Xbox One Controller. Das kann ich auch jedem empfehlen. Ich glaube, mit Maus und Tastatur wird das nicht so viel Spaß machen, weil... Ach komm, schon wieder gestorben. Und ich habe auch schon oft im Internet gelesen von Leuten, die es bereits gespielt haben, dass es ziemlich schwer sein soll. Und schon im ersten Level glaube ich das sofort. Geht sofort ab hier. Und das erste Level ist ja eher so ein Einstiegslevel. Ich glaube wohl kaum, dass die nächsten leichter werden. Aber... ich werde heute auf jeden Fall das erste Level schaffen. Vorher werde ich das Video nicht beenden, ja. So, komm. Vor allem hier ist so ein... Ah, okay. Weil das in der Luft schwebt. Nur mit den Propellern unten dran. Puh. Das war knapp. Komm, Pilz. Na, was mache ich denn gegen den Pilz? Ich habe nur noch 1 HP. Da ist wieder unser... Komm, Luckshot. Okay, scheiß auf die Münze. Und wieder den da oben abschießen. Huh, scheiße. Das hat nicht geklappt. Okay, wir müssen es langsam hier vorarbeiten. Ah, verdammt. Ich muss am Anfang die Leben sparen, damit ich später mehr habe. Aber das funktioniert nicht. Ich bin schon wieder gestorben. Nein. You're up. Leider ist das Spiel nur in Englisch verfügbar. Die meisten können eigentlich Englisch, aber unsere Leser sind auch zum Teil ein paar ältere Leute, die der Sprache nicht so vertraut sind. Das ist ein bisschen schade. Aber ich denke... Man kann es auch ohne große Englischkenntnisse spielen, denn hier geht es eher um den Spielspaß, nicht um irgendeine Story oder so. Okay, ich habe noch 2 Leben, das ist gut. Ich glaube, der blaue wird gleich wiederkommen, ja. Der macht coole Geräusche, allgemein. Die Geräusche sind hier ganz cool. Plopp und weg ist er. Ach komm! Genau, wenn ich da hinlaufe. Pöp. Die Geräusche sind echt mega cool. Richtig classic einfach. So, hier. Nein, da kommen Nüsse auf meinen Kopf geflogen. Puh, einfach drüber springen geht auch. Oh Gott. Wieso wirft er denn so viele? Geh ja noch weiter.
Oh. Okay, das grüne. Oh, stört mich. Ey, das ist blau, tut mir leid, das ist blau. Nein, ich war doch so weit. Och nee. Okay, das Spiel ist konsolenexklusiv für die Xbox, gibt es aber auch auf PC. Ich spiele es gerade über Steam, aber man kann es natürlich auch im Windows Store kaufen. Ja, und für die Xbox halt im Xbox Store. Es gibt noch keine Retail-Fassung. Also noch keine, die man sich im Geschäft kaufen kann. Höchstens ein Download-Code. Aber es ist nicht groß. Ich glaube, es ist 10 GB groß. Der Download sollte auch mit schlechterer Leitung jetzt kein Horror sein, wenn man das mit anderen Spielen heutzutage verkauft. Das neue Call of Duty hat beispielsweise stolze 90 GB. Das ist schon echt viel. Vor allem, es gibt noch viele Leute in Deutschland, die kein gutes Internet haben, leider. Vor allem, wenn man eher so in kleinen Städten oder Dörfern lebt. Die haben natürlich Probleme damit. Wobei, wenn man auf Konsole spielt, ist noch alles okay. Da ist das meiste auf der Blu-ray drauf. Aber wenn man auf PC zockt, kennt man das ja. Dann ist da keine CD in der Retail-Fassung in seiner Hülle, sondern wie jetzt dem Fall bei Destiny, wo da einfach nur ein Stück Papier, ein rundes Stück Papier in der Hülle liegt und das dann aussieht wie ein wie eine CD. Also da fühle ich mich als Käufer auf jeden Fall schon verarscht. Aber leider muss man echt sagen, echt leider, sind Blu-ray keine Sache auf PC. Die Spiele werden nur auf DVD gepresst. Das ist echt schade. Der DVD ist echt sperrig. Man sieht das ja auch bei GTA 5. Wo die Fassung für PC, ich glaube, 7 DVDs umfasst. Lass mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, das waren 7. Würde man einfach ein paar Blu-ray-Spiele auf Blu-ray anbieten, dann würden sich Leute auch ein Blu-ray-Laufwerk auf PC kaufen. Und dann hätten wir diese Probleme gar nicht. Aber tja, was will man machen? Leider. Ach, verdammt. Verdammt, jetzt habe ich 2 Leben auf einmal verloren. Aber immerhin komme ich jetzt immer so weit wie zu der Maschine hier. Und bin wieder tot. Boah, ich werde mich so freuen, wenn ich das Level schaffe. Das glaubt ihr gar nicht. Ich mag aber schwere Spiele so. Kommt aber natürlich drauf an, ob man gerade Nerven dafür hat oder nicht. Auch wenn schon das erste Level so viele Anläufe braucht, will ich gar nicht wissen, wie es beim Rest aussieht. Und da freue ich mich schon richtig, das zu spielen. Ich werde dazu auch eine Review machen. Ich weiß, ein bisschen spät, aber die kommt trotzdem. Also falls jemand noch unentschlossen ist, ob er das kaufen soll, die könnt ihr ja euch anschauen oder durchlesen. Aber ich denke mal, wenn man das hier so sieht, dann kriegt man doch bestimmt richtig Lust auf das Spiel, oder? Also ich würde auf jeden Fall Lust bekommen. Habe ich auch, als ich die ganzen Spiele-Trailer und Gameplays vorab gesehen habe, dann habe ich mir schon direkt gedacht, das ist cool, das muss ich unbedingt haben. Ah, treff mich nicht nochmal. Und ein Pfeil. Okay, ohne den Pfeil hätte ich nicht gewusst, dass wir jetzt da lang müssen. Bravo. Ach, schon vorbei. Oh, war ja gar nicht so schwer. Der hat man natürlich am Ende. Aber nice, endlich geschafft. Wie soll's. Time 1 Minute 40. B-Bonus. Skill-Level 2 Sterne. Und eine B-Minus. 2 Minus. Ja, immerhin. So, was kommt jetzt? Kapett. Cool. Komm, wir blicken noch kurz in den Shop rein.
Da wird man direkt begrüßt. Was ist das? Okay. Aber man kann sich auf jeden Fall solche Tränke kaufen. Und dann macht man entweder mehr Schaden, man hat mehr Leben, wie das aussieht. Okay. Ich frage mich, ob es im Nachhinein noch ein paar Upgrades gibt oder Skins oder so. Aber eigentlich würde ich gerne die Münze da besuchen, wie sie aussieht. Botanik Panic. Simple, regular. Okay. Ah. Okay, es gibt auf jeden Fall viele Sachen. Und da wird es weiter mit dem Level gehen. Wobei, ich komme da gar nicht hoch. Okay. Komm, ich würde sagen, wir machen nochmal dieses Botanik-Ding zum Schluss. Aber dann beende ich das Video auch. Wir machen mal Regular. Na, ich brauche kein Simple. Ich muss gegen eine Kartoffel, nicht Tomate. Och nee, es ist ein bisschen schwer zu reden und sich zu konzentrieren. Vor allem, wenn man eigentlich nicht Spiele aufnimmt, ist es ein bisschen schwerer dann zu reden. Ich weiß, man stellt sich das nicht so schwer vor. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Oh Gott. Fuck. Nein. Ich muss mich konzentrieren. Oh Gott. Eine Zwiebel. Sie hat Angst. Oh Gott, seit wann sind denn Tränen so viel hart? Ach Mist, ich werde... Okay, ein Versuch, komm, ein Versuch mal noch. Aber ich glaube, das werde ich jetzt nicht auf die Schnelle schaffen. Okay, man sieht, das Spiel fängt schon echt ordentlich an. Da braucht man ein paar Versuche. Ach nee. Ich habe nur ein Leben. Was sind denn die roten Tränen? Was kommt jetzt? Eine Möhre, oh nein. Da sind zu viele Vitamine auf einmal. Oh nee. Ach komm, ein Versuch geht noch, ein Versuch geht noch. Das macht echt Spaß. Also nach dem Video hier werde ich auf jeden Fall direkt weiterzocken. Keine Frage. Muss ich ihn überhaupt anschießen oder muss ich es einfach nur überleben? Aber die Frage ist, was mache ich jetzt gegen die Möhren? Okay, ich glaube, ich muss ihn anschießen. Okay. Nein. Gott, jetzt hat er noch ein drittes Auge. Ist ja wie Tenshin Han. Nein. Ich will noch leben, ich will leben. Die Steuerung ist mir zu unvertraut.
Muss ich mich noch etwas dran gewöhnen. Oh Gott! Puh, das war knapp. Was muss ich denn machen, um ihn zu besiegen eigentlich? Ach, schade. Schade, schade, Schokolade. Da war ich schon ziemlich weit. Ah, man kann hier auch seinen Fortschritt sehen. Da seht ihr, da bin ich. Und da ist die Ziellinie. Ach, schade. Egal. Ich verlasse mal das Level. Das soll es für dieses Video gewesen sein. Oh, ich hab einfach direkt zum Hauptmenü verlassen. Ja. Ich danke fürs Zuschauen. Falls ihr euch für das Spiel interessiert, in der Beschreibung findet ihr Kauflinks. Wie gesagt, gibt's für PC und für Xbox. Steam, Windows Store, Xbox Store. Ich glaube, das ist auch Play Anywhere. Also, wenn ihr das auf PC kauft, habt ihr es auf Xbox und andersrum auch. Review folgt, Testbericht folgt. Ist ja dasselbe, nur unterschiedliches Wort dafür auf Englisch und auf Deutsch einmal. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Tschüss.